Gute Sorimier, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, als allererstes wollte ich mich bei euch alle da draußen bedanken, ne, für eure Unterstützung. So, wir kommen zum heutigen Thema, ne? Wir werden schauen für alle 12 Sternzeichen, ne, das ist hier sehr wichtig. Wir werden uns anschauen, was kann ich an mir verbessern, damit ich mehr Liebe anziehe in meinem Leben, ne? Es sind ja sozusagen Dinge in unserem Unterbewusstsein, ne? Und dieses Mechanismus wird sozusagen eingeschaltet, ne? Und wir merken das gar nicht, ne? Weil wir noch Dinge haben zu bearbeiten, ne? Das ist jetzt nicht ein übliches Video wie anderen Videos, ne? Ich habe das auch geschrieben in der Community, sondern ich möchte wirklich wissen, woran es hapert bei euch, ne? Wie gesagt, das ist eine kollektive Legung, ne? Für dich da draußen. Wenn du dir dieses Video anschaust, bedenke, dass wir ganz viele Menschen sind, ne? Und das muss nicht immer alles wortwörtlich mit dir in Resonanz gehen. Von dem her, hör dir deine Energie, ne? Dein Sternzeichen sozusagen an und hör dir auch dein Aszendent, dein Mondsternzeichen und dein Venussternzeichen, ne? Das hat ja sozusagen auch eine große Rolle, ne? Und deswegen ist es so, dass nicht alles mit dir hundertprozentig in Resonanz gehen kann. Deswegen sage ich ja immer wieder, hört euch auch die anderen Energien an, ne? Das ist sehr wichtig. Okay, wir legen dann los. Ich fange wie gewohnt an bei den Widder. Wie gesagt, ich werde dann immer ein Video hochladen, wenn ich diese Zeit sozusagen auch habe, ne? Also je nachdem, wie die Zeit so mitspielt. Okay. Ich bitte dich, geh einmal tief in dir hinein, visualisiere dich selbst, atme tief ein und atme aus. Super. Diese Blockade haben wir auch gelöst. Das ist wirklich sehr wichtig, dass du immer präsent bist, ne? Bei jeder Legung, dass du immer wieder wirklich dich sozusagen von diesen Gedanken erlöst, ne? Und dann dir auch Zeit nimmst, ne? Für diese Legung und wirklich dann richtig zuhörst, ne? Okay, lass uns starten, ne? Wir haben ein paar Karten vor uns. Wir legen los. Hallo lieber Stier, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns gemeinsam heute ein wichtiges Thema anschauen. Und zwar, was kann ich an mir verbessern, damit ich mehr Liebe anziehen kann in meinem Leben, ne? Das ist so, lieber Stier, bedenke, dass hier auch etwas rauskommen kann, was Unterbewusstsein ist, ne? Du merkst das gar nicht, ne? Dass sozusagen du das manifestierst, ne? Und ich empfehle dir auch, lieber Stier, höre dir auch deine anderen Energien, ne? Und dann kannst du valutieren, ne? Ob das umsetzbar ist oder nicht. Und dann ist es noch ein wichtige, sozusagen eine wichtige Aussage von mir. Lieber Stier, ich bitte euch, ne, da draußen auch, wenn du jetzt das für eine Freundin hörst oder ein Freund, das ist hier eine Legung, die ist im Kollektive, ne? Es muss nicht hundertprozentig auf dich zutreffen und vor allem, ne, das ist hier kein Angriff, ne? Das ist ja klar. Wir wollen nur schauen, was kann ich verbessern, ne? Das ist sehr wichtig, ne? Okay, legen wir dann los. Ich habe nämlich von den Physik-Tarot-Karten nur die großen Arkanen sozusagen gelassen und die Chakren-Arkanen, ne? Also sozusagen Karten, ne? Das sind keine Arkanen, das sind die Karten, ne? Damit wir sehen können, auch wo du Blockaden hast, ne? Wir picken jetzt eine im Kollektive, ne? Und wir werden uns die Situation anschauen. Lieber Stier, was kannst du verbessern, ne? Damit du mehr Liebe in deinem Leben anziehst. Sehr wichtig, ne? Das ist hier ein Meditationsvideo eher. Wow! Ein Fundamentchakra, das ist der Wurzelchakra. Dieses Ich, das ist das Ego. Das ist so, als ob du hier eine Blockade hast, ne? Du weißt nicht, wo du zu Hause bist, ne, lieber Stier. Das ist so, als ob du nicht,
ein richtiges Zuhause gehabt hast. Ne? Es kommt immer darauf an, lieber Stier, wo du aufgewachsen bist und wie du aufgewachsen bist. Ne? Weil Chakra, also dieses Wurzelchakra, entschuldigt mich, dieses Wurzelchakra ist ja das Fundament, ist das Allerwichtigste. Ne? Wir wissen ganz genau, wir bauen ein Haus vom Fundament, ne? Vom Boden. Wir müssen wirklich angewurzelt sein. Und das ist hier sehr wichtig, das erste Chakra, ne? Das ist normal, dass du hier auch Situationen haben kannst. Ja, ich würde sagen, in diese intime Sphäre könntest du hier auch irgendwelche negative Situationen haben, ne? Allgemein ist es alles mit der Persönlichkeit, ne? Das bedeutet irgendwie, kann ich mich nicht sozusagen gut äußern? Ich weiß nicht ganz genau, wo ich hingehöre. Wo ist mein Zuhause, ne? Weil du bist ja nicht richtig angewurzelt. Das ist sehr wichtig, ne? Dieses sozusagen dieses Fundament, ne? Was kann ich noch sagen? Du weißt ganz genau, die Eins, ne, repräsentiert auch dieses wir sind alle. Und das ist bei dir nicht so. Das ist wie wenn du irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch? Du bist getrennt von dieses wir sind alle eins. Ne? Du bist dir bewusst, dass wir alle eins sind. Das ist jetzt nicht ein Angriff, ne, dass ich jetzt sage, das machst du absichtlich, ne, lieber Stier. Das ist eine Sache, die wirklich auch in deinem Unterbewusstsein könnte, ne, dass du das gar nicht extra machst. Das ist so, als ob hier wirklich dieses Ich, ne, also die rote Farbe, ne, das ist eine starke Farbe, das ist die maskuline Seite und sie fehlt bei dir. Das bedeutet dieses Ich. Das ist jetzt gerade das andersrum, ne? Also lieber Stier, das ist gerade wirklich das Gegenteil, was ich dem Widder gesagt habe, ne? Dem Widder habe ich gesagt, die männliche Seite war aktiv, ne? Ich kommandiere, ich herrsche, ne? Und bei dir ist es gerade anders. Es könnte auch gut sein, dass du eher Schwäche zeigen könntest, ne? Gegenüber von jemand anderes. Okay, machen wir weiter mit den Impulskarten, auch Energiekarten genannt, ne? Wir, okay, die fallen von alleine, lieber Stier. Sie wollen rauskommen. Eigenverantwortung. Aha, nur du kannst dein Leben verändern. Klar, nur du kannst es verändern. Du hast die Macht, wirklich, wenn du die richtige Entscheidung triffst. Du hast vorne die zwei und wieder eins hinten. Das ist sehr wichtig. Diese dritte Sichtweise, ne? Und vor allem, du weißt ganz genau, durch Entscheidungen kannst du sozusagen die Eins erreichen. Wir sind alle eins. Du bist dir bewusst. Eins ist auch Bewusstsein. Das ist immer diese Persönlichkeit auch damit gemeint, ne? Sehr stark. Und du kannst nur dein Leben ändern. Du kannst diese Situation ändern. Also, was ich dir auch empfehle, lieber Stier, versuche dir wirklich vorzustellen, dass du an den Wurzeln von einem Baum dich irgendwie mit einer Meditation, ne? Du kannst auch rausgehen und im Gras sozusagen, ne, in der Wiese spazieren. Das ist auch sehr wichtig, ne? Und du stellst dir vor, dass du dich verbindest mit dieser Energie, weil das ist sozusagen dieses große Thema bei dir, dieses Ich, ne? Auch ich kann mich in diesen Mittelpunkt setzen, ne? Das ist gerade umgekehrt bei dir, ne? Das könnte gut sein, dass du immer tendierst, die Letzte zu sein. Oder du wirst gar nicht beachtet. Du schenkst dir diese Beachtung nicht, ne? Was mir hier gerade kommuniziert wird. Okay, machen wir weiter, lieber Stier. Weil das ist sehr wichtig, ne? Das ist ja kein Angriff, ne? Aber das ist so, als ob dir hier auch diese Selbstbewusstheit fehlt, ne? Diese Selbstbewusstheit hast du nicht. Du könntest hier auch bei diesen Chakren Komplexe haben, ne? Das ist sehr wichtig, ne? Weil alles, was mit ich, mit Persönlichkeit, ne? Bin ich schön genug? Bin ich gut genug für diese Person, ne? Wie wenn du dir irgendwie immer dir diese Gedanken machst, ne? Und vor allem auch in Beziehungen, ne? Wenn du jetzt
Probleme hast, ne, in Beziehungen. Eine Beziehung dauert nicht lange. Eine Beziehung geht nicht in die Länge, ja, weil du ja diesen Fundament nicht hast. Das ist sehr wichtig, ne? Du musst dich an die erste Stelle setzen können, lieber Stier, damit du auch sozusagen diese Beziehung erleben kannst. Du kannst, es ist ja auch richtig, dass du die anderen in den Vordergrund setzt. Es ist gerade wirklich eine umgekehrte Situation mit dem Widder. Widder, was ich gestern gesagt habe, war eher diese Person, die sich im Vordergrund gestellt hat, ne? Der Kaiser, ne? Bei dir ist aber gerade hier diese Blockade, ne? Dieses Ich. Ich. Das ist so, als ob du dir nicht die richtige Wertschätzung gibst, ne? Okay. Wir machen aber weiter, lieber Stier, mit den Crowley Tarotkarten. Die sind übrigens sehr, sehr gut. Die habe ich seit 6 Monate, 7 Monate, aber ich wollte sie wirklich erstmal richtig ausprobieren. Und ich muss sagen, diese Karten haben, also diese Tarotkarten haben eine große Anziehungskraft an mir. Also das ist so, als ob ich diese Karten irgendwie kennen würde, ne? Also ich weiß, es hört sich komisch an, lieber Stier, aber ich weiß nicht, diese Karten haben irgendetwas an sich, ne? Das ist ja phänomenal manchmal. Und das ist diese Verbindung, ne? Deswegen benutze ich sie auch und ich möchte sie jetzt auch öfters benutzen in meinen Legungen. Das ist mir jetzt egal, was für eine Vorgeschichte der Crowley hatte, aber trotz dessen, ne, wo ich, das ist jetzt auch ein Punkt, wo ich herkomme. Ich komme aus einer Insel, ne? Ich komme aus dem Süden Italien und da war auch der Crowley, ne? Der hatte seine Sekte sozusagen. Und es gibt auch alte Menschen, ne? Bekannte, ne? Weit Bekannte von mir, die sagen, dass der Crowley gar nicht so war, oder? Also, wie kann man das sagen? Gar nicht so war die Geschichte, wie wir sie kennen, ne? Wir wissen ganz genau, die Medien erzählen sehr viel Unsinn, ne? Und das ist aber gar nicht so, wie man das sich vorstellt, ne? Das ist ja so, bei uns sind die älteren Personen, ne, die geben sich immer diese Information weiter und weiter und weiter. Und dadurch habe ich jetzt auch mir diese Karten geholt, weil ich erfahren habe, ne, was der Crowley alles gemacht hat und ich finde gar nicht, dass man einen Mensch verurteilen sollte für das, was man auch liest oder was man für Informationen bekommt, weil diese Informationen sind nicht immer richtig, ne? Das ist jetzt nur eine Klärung, ne, zu diesen Karten, weil ich sie auch benutze, weil, wie gesagt, viele Menschen halten von Crowley irgendwie nichts und ich sehe das jetzt nicht so. Ich verurteile nicht so hart. Ne? Also wirklich, es kann gut sein, dass er auch Fehler gemacht hat. Ne? Bei uns erzählt man, dass er auch viele Dinge falsch gemacht hat, ne? In dieser Insel. Aber trotz dessen hat er auch vieles gemacht, was in diesem esoterischen Bereich ist. Ne? Und er hat wirklich viele Informationen gebracht. Und das ist auch ein wichtiges Punkt. Okay. Jetzt, das war nur eine kurze Aufklärung zu dieser Karte. Lieber Stier, schauen wir uns deine Situation an, ne? Was kannst du an dir verbessern? Was kannst du an dir verbessern? Ass der Schwerter. Das ist so, ob das. Wie kann man das sagen? Ich finde jetzt die richtigen Worte. Warte mal kurz, lieber Stier. Also, du hast vor dir einen Mensch und du möchtest mit dieser Person so gut wie möglich es klären. Aber das ist so, als ob du nie ankommst. Ne? Du kommst nie richtig an mit Worte. Es ist so, als ob dir manchmal auch die Worte fehlen. Das ist auch so, als ob manchmal du gar nicht ernst genommen wirst, lieber Stier. Deine Gerede werden nicht ernst genommen von den anderen. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie was laberst. Keiner sagt es. Nee, im Gegenteil. Das könnte gut sein, dass hinter diesem Sternzeichen Stier, ne, das kommt immer darauf an, wer sich diese Legung anschaut, eine wirklich weise Person ist. Aber du wirst nicht beachtet. Das ist so, als ob du redest, du mit dieser Person etwas aufklären möchtest oder die Worte reichen nicht aus, um das zu manifestieren, was du sagen möchtest. Sehr stark hier, ne? Machen wir mal weiter mit den Tarotkarten. Ich möchte mir die Situation besser anschauen. Sehr, sehr wichtig.
schauen wir uns die Situation besser an. Was kannst du verbessern, lieber Stier, im Kollektiven, damit du mehr Liebe anziehst, ne? Das ist deine Energie. Das ist deine Energie. Wow, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und 9. 9, 9. Wow. Wow. Weißt du was, lieber Stier? Das ist so, als ob du hier, bitte nimm das mit der Pinzette, ne? Das ist eine kollektive Legung. Aber deine zentrale Figur ist hier deine Mama. Die Mutter hat eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis zu deiner Mutter hast. Aber das ist so, als ob hier diese Fülle fehlt an deine Mama. Auch wenn du mit ihr gut ausgekommen bist, ne? Es könnte gut sein, dass du deine Mama verloren hast im jungen Alter. Es könnte gut sein, dass du nicht mit deiner wahren Mutter aufgewachsen bist. Es könnte aber auch gut sein, dass deine Mama dir einfach nicht diese Aufmerksamkeit geschenkt hat, die du gebraucht hast, ne? Und ich sehe hier, dein Fehler ist auch, dass du gegenüber anderen eher wie eine Mutter bist. Versteh mich nicht falsch, lieber Stier. Das ist so, als ob du anstatt einen Mann oder einen Freund hast, sondern du hast nicht einen Freund oder einen Mann, sondern du hast eher eine, du hast diesen Mutterinstinkt für jeden. Das ist so, als ob du immer die anderen beschützen musst, weil du dich selber beschützen musst. Ne? Du selber hast diesen Instinkt, dass du sozusagen die Mutter sein solltest von alle. Aber das musst du nicht, lieber Stier. Du bist auch eine Frau, ne? Nimm das dir wirklich in deinen Hinterkopf fest. Du bist nicht nur Mutter, falls sozusagen, falls du eine werden möchtest oder du bist schon Mama, ne? Du bist nicht nur Mutter, du bist auch Frau. Ne? Du gibst dir diese Fülle nicht selbst, ne? Das ist ja auch so, als ob du diese Situation nur siehst, als wärst du hier eine Bezugsperson. Ach, weißt du was, man braucht dich nur, um Dinge zu lösen, ne? Um Situationen zu lösen. Nee, du bist viel mehr. Gib dir auch diesen Wert. Ne? Wirklich, gib dir diesen Wert. Weil ich sage ja, die Königin der Münzen, das ist ja deine Energie, ist eigentlich eine loyale Frau. Das ist so, als ob du hier manchmal auch diese Seite von dir unterdrücken könntest. Also das muss jetzt nicht für alle sein. Ne? Das gibt es ja immer verschiedene Arten, das zu zeigen den anderen. Ne? Das könnte auch gut sein, dass du gerade eher diese andere Seite von dir zeigst. Ne? Manchmal auch eher, anstatt du unehrlich ehrlich bist, wirst du auch unehrlich. Ne? Wirklich, das könnte ja auch gut sein, weil das ist ja so, wenn du ein Problem hattest mit deiner Mama, ne? Weil das ist ja sozusagen diese zentrale Figur. Klar, das ist jetzt hier eher diese männliche Energie, aber an dir hat es gehapert, an deiner Mama. Das ist deine zentrale Figur hier, auf jeden Fall, energetisch, ne? Das könnte auch gut sein, dass du einfach nicht diese Unterstützung bekommen hast von deiner Mama. Diese gewisse Unterstützung, die dich irgendwie wachsen lassen hat. Ne? Das ist ja klar, wir brauchen immer an bestimmte Zeiten, ne, unsere Mutter und wir brauchen an bestimmte Zeiten unser Vater. Es ist ja so, das sind Figuren, die wirklich ein Fundament haben. Wir wissen ganz genau, die Mutter repräsentiert unsere Seele. Der Vater repräsentiert unser Geist. Das ist sehr wichtig. Ne? Das habe ich auch schon länger in einem Seminar sozusagen gelernt. Und das gebe ich euch weiter. Und wenn du jetzt keinen guten Verhältnis zu deiner Mutter hast, das ist so, als ob du keinen guten Verhältnis hast, auch zu deiner Seele. Und zu deinem Vater. Das kommt immer drauf an, ne? Wie du deinen Vater erlebt hast. Weil die männliche Seite ist hier auch sozusagen nicht unterdrückt, aber das ist so, als ob die männliche Seite hier eher nichts zu sagen hat. Ne? Lieber Stier, was ich ja vorhin gesagt habe, das ist so, als ob dieses Fundament, ne, das Ganze hier fehlt, weil du nicht dein richtiges Zuhause kennst. Du weißt nicht, von wo du kommst.
Das könnte auch gut sein für viele von euch, ne? Wer jetzt irgendwie nicht weiß, wer mein Vater war oder meine Mama. Das kommt alles nämlich von den Eltern. Also, wie Rudolf Steiner es immer sagt in den Büchern, es ist wirklich zu 90% alles, was unsere Eltern beibringen, von unseren Eltern sozusagen stammt. Und da ist ein großes Problem. Entweder ist es so, dass du hier zu viel gibst, ne? In der Hinsicht, ich behandle die Menschen da draußen, wie gesagt, das ist ein Freund, ein Mann, diejenige, die ich liebe, als würde ich jetzt immer eine Mutter sein. Ich bin nicht die Freundin von diesem Mann oder ich bin nicht der Freund von dieser Frau. Ne? Das kommt auch drauf an, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau. Diese Vaterfigur auch. Ne? Das ist so, als ob ich mir hier diese Verantwortung nehme, die ich gar nicht sollte. Ne? Das ist damit gemeint. Ne? Du gibst eher diese Liebe weiter, die als Mutter gegeben sollte. Also das ist nicht eine Liebe von Frau oder Mann, sondern das ist die Liebe von einer Mutter. Ne? Ich hoffe, du verstehst, was ich sagen möchte, lieber Stier. Das ist so, als ob du immer Kinder hast. Ne? Dein Mann ist ein Kind, dein Sohn ist dein Kind, Entschuldigung, dein Freund ist dein Kind, vor lauter Reden. Das ist damit gemeint, ne, lieber Stier. Dass du einfach eher diese wichtige Figur bist, aber du gar nicht so ernst genommen wirst. Ne? Das sage ich ja auch hier. Das ist ja hier auch rausgekommen sozusagen. Ne? Du möchtest etwas aufklären, aber das passiert nicht, ne? Weil du jetzt irgendwie nicht so ernst genommen wirst. Und dein großes Thema, dein Hauptthema, ne? Das ist sehr wichtig. Das ist dieses Fundament. Du musst dich wirklich anwurzeln. Du musst wissen, von wo du kommst. Und das Allerwichtigste ist dir hier diese zentrale Figur. Das ist ja deine Energie, das ist die Mutter. Das ist immer sehr wichtig, ne? Viele Menschen haben auch diesen Problem, dass sie zu der Mutter irgendwie einen schlechten Verhältnis haben, ne? Auch wenn das jetzt nicht so wirkt, außen, aber innen, in deinem Unterbewusstsein, ist irgendwie etwas passiert. Ne, dass dich jetzt von dieser Hauptperson, ne, das ist ja sozusagen eine Bezugsperson von dir, das ist sehr wichtig, ne, dich entfernen lassen hat. Ne, das kannst du nur wissen, lieber Stier. Aber das ist dein Hauptthema. Ne. Du bist nicht nur die Mutter, du bist nicht nur die Frau, ne, du bist viel mehr. Ne? Du hast auch sozusagen eine Persönlichkeit, weil die fehlt ja hier. Ne? Diese Persönlichkeit, dieses Ich präsentiere mich, ich habe sozusagen auch diesen Ego, ich kann mich auch durchsetzen. Ne? Das ist ja klar, dass die Königin der Münzen immer eine Kontrapart hat. Das ist so, als ob der Mann hier eher das Sagen hat. Ne? Du gibst eher den Mann oder sozusagen den Mann mehr wert wie dich, wie dir selbst. Das ist sehr wichtig, ne, lieber Stier, sehr, sehr wichtig. Wirklich, damit du glücklich sein kannst, damit du Freude erleben kannst in deinem Leben, ist es wirklich wichtig, dass du sozusagen dir diese Anerkennung gibst, dass du genauso wert bist wie der Mann. Es fehlt dir an nichts, ne? Wie gesagt, das könnte auch gut sein, lieber Stier, was mir gerade hier kommuniziert wird, dass deine Mutter eher eine schwache Person war und du das auch mitbekommen hast, ne? Das ist ja klar, es gibt immer in verschiedenen Familien, ne? Heutzutage sogar, dass der Vater eher diese zentrale Figur ist. Ist bei uns auch so im Süden. Aber die Dinge ändern sich, ne? Die Frau hat auch seinen Platz. Die Frau hat genauso eine Meinung. Die Frau kann sich genauso wehren, ne, wie der Mann. Das ist so, wir sind gleichberechtigt, ne? Aber der Mann hat immer ja diese maskuline Seite. Das ist ja auch richtig, dass man ihm das gibt. Aber man sollte es nicht übertreiben. Und das ist gerade bei dir so, ne? Lieber Stier, das ist deine Legung. Wirklich, nimm das mit der Pinzette und nimm das nicht wortwörtlich, ne? Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Da hapert es bei dir, ne? Das kannst du verbessern. Und vor allem, wirklich, schau, dass du im Grünen sehr bist, ne?
Das ist ja sozusagen diese Verbindung mit Mutter Natur auch, ne? Das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, damit du einen Fundament hast, ne? Das war deine Legung, liebe Stier. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Wir sehen uns bald. Pass auf dich auf. Mach's gut. Tschüss.